Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zum Berufscheck. Schauen, checken, ausprobieren heisst es ja bei uns normalerweise. Und heute kann der schauen und checken. Mit dem Ausprobieren wird es halt nicht so, weil heute sind wir ja bei den Berufspräsentationen und die machen wir per Livestream. Ihr wisst es, wir wären natürlich viel, viel lieber live gegangen, direkt in die Lehrbetriebe hin. Aber Corona macht uns halt auch hier wieder mal einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem, es wird ganz toll werden. Lasst euch überraschen mit den Livestreams und jetzt könnt ihr schauen, checken und ausprobieren ein anderes Mal. Viel Vergnügen! Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch recht herzlich zum Livestream über den Beruf Floristin. Wir sind hier im Auhof, zwar dort. Und die Lehrtochter, die links von mir steht, wird euch nachher durch den Beruf führen, euch alles erklären und so. Ich bin Nicole Bergetze, ich bin zuständige Berufsbildnerin hier im Auhof. Ich habe meine Lehre im 2014 abgeschlossen als Floristin EFZ. Ich habe dann später von 2016 bis 2017 noch ein Jahr Weiterbildung gemacht, Berufsprüfung, und bin jetzt eidgenössisch oder Floristin mit eidgenössischem Fachausweis. Ja, sonst bin ich eigentlich hier ganz normal angestellt, bin im Laden zuständig, hier draussen beraten, verkaufen, Sträuße binden, Gesteck machen, all das. Wird dann aber Fabian euch nachher auch noch Neues zu dem Ganzen sagen. Ich habe auch noch den Auftrag, dass ich kurz die Anwesenheitsliste mache. Ich weiß nicht, vielleicht ist es möglich, dass ihr, wenn ihr euren Namen vorlässt, Daumen hoch machen oder winken oder so, dass man weiß, dass ihr da seid. Also, dann wäre Joana Pinto de Freitas. Es tut mir leid, falls ich die Namen falsch sage. Lina Kunz. Sarascina Schleppi. Elena Allgäuer, Lea Caminada, Daria Schlegel, Anastasia Biedermann, Sarah Hasler, Schlegel Amelie, Sinja Stocker, Lilli Schädler, Lena Hasler, Eva Maria Wohlwind, Janine Losert, Johanna Kaiser, Valeria Bergolini, Lena Meier, Noemi Büchel, Leonie Schreiber, Carlotta Langthaler, Viktoria Nescher, Estella Astore, Larissa Nüsch, Dalina Seikai, Yara Wille, Rebecca Beck, Villamar Loredana, Ladina Ospelt und Ariana Gandum Nunes. Super, dann sind alle da. Dann wäre mein Part soweit gemacht fürs Erste und ich würde euch gerne auf Fabian, auf unsere Drittlehrtochter, überleiten. Danke vielmals, tschüss miteinander. So, ganz herzlich willkommen, ich bin Fabian Rohrer und ich komme aus Buchs, also das ist in der Schweiz. Und ich, wie Nicole schon gesagt hat vorher, bin ich Floristin im dritten Lehrjahr und werde dann diesen Sommer meine Lehre als Floristin abschliessen. Und wenn ich meine Lehre abgeschlossen habe, bin ich Floristin EVZ. Das ist eine Abkürzung für eidgenössisches Fähigkeitszeugnis. Und es gibt aber auch noch die zweijährige Lehre. Das heisst, wenn man halt in der Schule oder allgemein ein bisschen Mühe hat, dann kann man die zweijährige Lehre machen. Und dort ist man dann Floristin EBA und das heisst eidgenössisches Berufsattest. Entschuldigung. Und ich werde jetzt die Lehre allgemein ein bisschen erklären, wie es so ein bisschen abläuft bei Floristin. Und wie ich schon erwähnt habe, geht meine Lehre jetzt 3 Jahre. Und ich habe in diesen 3 Jahren einmal pro Woche einen Tag Schule. Ist jetzt bei mir am Dienstag. Und kann aber unterschiedlich sein, kommt ein darauf an, welchen Tag man zuteilt überkommt. Und die verschiedenen Fächer in der Schule hat man Allgemeinbildung und dann zu der Berufskunde ist, dass man Botanik hat, Verkauf, Floristik und Gestalten.
Und was ein bisschen zum Botanik dazugehört, was ich auch ein bisschen mitgeben will, ist, wir haben sehr viel also Pflanzenkenntnis. Das heisst, wir haben etwa 400 verschiedene Pflanzen, die wir machen können. Sechs Schnittblumen oder da auch, wo man hier sieht, Zimmerpflanzen. Oder sechs auch von Aussenpflanzen, die wir verschiedene haben. Kübelpflanzen, also eigentlich bunt gemischt, wo wir einfach ca. 400, die wir einfach in unserem Lehrplan haben, wo wir machen können. Genau. Und wir haben die Schule in Rorschach. Und was noch zusätzlich zur Schule und am Arbeitsplatz zusätzlich dazu kommt, sind 4 UK, also übertriebliche Kurse, die wir haben. Das heisst, wir haben eigentlich ziemlich am Anfang, wenn wir die Lehre anfangen, haben wir einen Kurs, der einfach so ein bisschen die Leitung vom ganzen Beruf ist, wo wir so ein Blumenstrauß anschauen oder ein Gesteck machen, so dass wir eigentlich ein bisschen auf den Beruf vorbereitet werden, bevor wir einsteigen. Und wir haben den zweiten Kurs, den wir haben, ist so ein bisschen im Verkauf, wo wir Bedienung anschauen oder Beratung, die wir anschauen, wo wir dort einen zweitägigen Kurs haben. Und dann haben wir noch einen Trauerkurs, den wir haben im zweiten Lehrjahr. Der geht 3 Tage und dort schauen wir einfach allgemein so ein bisschen Beerdigungen an, so Trauerkränze oder Urnensachen, die wir anschauen, wo wir einfach allgemein ein bisschen über das Trauerzeug kennenlernen. Und dann der dritte wäre am Anfang vom dritten Lehrjahr, den wir haben. Das ist so ein bisschen festliche Floristik, also Brutsachen, Dekorationen, die wir machen. Wirklich auch allgemein, wie wir dort mit den Kunden umgehen und was wir dort so ein bisschen machen. Genau. Und dann komme ich so ein bisschen zum Allgemeinen, was ich in meinem Beruf mache. Ich arbeite in einem Blumengeschäft, wo ich dann mit Blumen und Pflanzen halt Sträuße, Kränze und Gestecke herstelle. Wo ich euch dann nachher auch noch im praktischen Teil noch ein paar Sachen werde zeigen. Und was mir auch zusätzlich zu uns dazukommt, ist, wir tun auch zum Beispiel mit da Zimmerpflanzen, die wir auch hier, die ich euch vorher gezeigt habe, da wir Bepflanzungen machen. Oder auch für draussen, wo wir Bepflanzungen machen. Gehört auch so ein bisschen zu unserem Beruf. Und was wir auch machen, ist von Anlässen, Dekorationen, halt, sei es ein Jubiläum oder ein Firmenanlass, wo wir halt dort verschiedene Sachen auch machen, Dekorationen. Und wie ich euch vorher schon gesagt habe, wir dann Hochzeiten dekorieren und Beerdigungen machen. Genau. Und was auch ein bisschen zu unserem Aufgabenbereich gehört, ist Schaufenster gestalten und halt den Raum, den Arbeitsraum, den wir haben, also den Laden oder auch, wie wir jetzt hier im Tribus drin sind, wo wir verschiedene Sachen haben, so ein bisschen gestalten und schauen, dass halt von der Farbe her ein bisschen zusammenpasst, dass für den Kunden eigentlich wirklich optisch gut aussieht und dass wir halt auch den Raum super behalten. Darum gehört auch das Aufräumen und das Putzen ein bisschen zu unserem Aufgabenbereich, den wir halt auch haben, den man vielleicht nicht immer so gerne macht, aber es gehört halt auch dazu. Und was wir auch haben, ist Telefonverkauf. Also die Leute können bei uns anrufen, können einen Blumenstrauß bestellen und dann machen wir auch Lieferservice machen. Oder halt einfach allgemein, wenn sie eine Frage haben, können wir gerne Auskunft per Telefon geben oder sie kommen bei uns vorbei. Genau. Und so ein bisschen die Voraussetzungen, die man für diesen Beruf haben muss, dass man diesen Beruf auch lernen kann oder den Willen dazu hat, ist halt, dass man zuerst eine obligatorische Schule hat, abgeschlossen hat. Und dann das Wichtigste ist eigentlich fast das Interesse an der Natur oder an den Blumen, an den Pflanzen, die man haben muss, dass einem wirklich der Beruf auch zusagt. Und ein bisschen Seinfühlungsvermögen von den Kundenwünschen, also dass man auf den Kunden eingehen kann, dass man den Kunden wahrnimmt, dass man dem Kunden wirklich auch zulässt, wenn er etwas erzählt und dass man es wirklich auch gut mitdenkt, dass man schlussendlich dann eigentlich wie dem Kunden einen Vorschlag machen kann, was er sich eigentlich vorstellt. Und wenn er nicht genau weiss, wegen was es kommt, dass wir eigentlich den Wunsch von ihm so ein bisschen zeigen, herausfinden und ihm dann nachher eine gute Beratung dazu machen können. Und einen Sinn für die Farben und Formen muss man auch haben. Halt eben, wenn man einen Strauß macht oder so, dass man dort ein bisschen die Formen und die Farben ein bisschen anpasst. Dass man dort auch, dass man selbst zusammenpasst. Und natürlich eines vom Wichtigsten ist die Kreativität, die bei unserem Beruf kommt. Dass man dort den Sinn von dem hat.
und das handwerkliche Geschick, weil wir halt auch viel mit Werkzeug arbeiten, mit Messer, mit Baumscheren, Zangen, so etc., was wir halt einfach handwerklich machen. Und was auch noch wichtig ist, dass man eine gute Gesundheit haben sollte, eher weniger Allergien, dass man dort halt, dass man nicht von einer Pflanze allergisch ist oder mit diesen Sachen, dass man dort so ein bisschen von der Gesundheit auch halt gesund ist und auch fit ist, weil man halt auch relativ den ganzen Tag steht und dass man dort halt selber auch mag. Und Zuverlässigkeit, weil man halt einfach auch gegenüber von den Kunden zuverlässig sein sollte und wir halt auch in einem Team arbeiten, wo dann halt sechs mit drei Leuten oder mit mehreren, dass man halt dort auch wirklich mit dem Team gut schlagkommt. Und so ein bisschen, was besonders an meinem Beruf ist, ist die Abwechslung, wo ich euch jetzt eigentlich schon ein bisschen erzählt habe, was wir alles haben, von den Pflanzen bis zu Schnittblumen, was wir dort halt verschiedene Sachen machen. Und halt, dass wir alles eigentlich ziemlich von Hand arbeiten, also mit den Händen, dass wir dort etwas gestalten dürfen. Und auch Kreativität, dass wir dort freien Lauf dürfen lassen. Sei es halt, wenn der Kunde kommt und eine Idee hat, dass man dort das ausarbeitet oder dass man auch für ihn etwas einfach zusammenstellen und ihn überraschen. Und dass man halt sehr viel mit Menschen zusammen schafft. Jetzt ich arbeite eigentlich halt jeden Tag mit Kunden zusammen oder halt mit dem Team, mit dem ganzen Team, wo man zusammen schafft. Und genau, dass man sich halt so dann in den Kunden hineinfühlen kann und ihn so eigentlich zufrieden machen kann. Und so ein bisschen, was anstrengend oder halt nicht so gut am Beruf ist, sage ich jetzt einmal so, gibt es ja eigentlich in jedem Beruf. Für uns ist jetzt so ein bisschen die Arbeitszeit, die wir halt haben, weil wir halt wirklich auf die Ladenöffnungszeiten schauen müssen, wo wir vom Morgen um 8 bis um 12 Uhr haben und vom 2:30 bis um 6:30. Ja, also es ist am Abend halt ziemlich lang, halt so wie die Ladenöffnungszeiten sind. Und was halt dann auch noch dazu kommt, dass wir halt viel am Samstag arbeiten müssen und dafür unter einer Woche mal einen Tag haben, hat Vor- und Nachteile. Und halt, was auch ein bisschen ist, ist Muttertag, Valentinstag oder auch die Weihnachtszeit, wo wir halt dann oft auch längere Überzeiten machen müssen, vor allem an den Weihnachten, weil dort halt relativ viel läuft und wir dann halt dort wirklich sehr viel zu tun haben. Und jetzt komme ich noch zu dem, was mir sehr Freude an meinem Beruf macht. Ist wirklich, mein Hauptding ist eigentlich, so, was ich den Beruf auch gelernt habe, dass ich wirklich mega Freude an der Natur habe und ich jeden Tag wieder Freude habe, wenn ich einen Kunden glücklich machen kann mit dem, was ich mache. Oder mit einem Strauß, sechs Gesteck, egal was, also einfach mit einem Lächeln eigentlich aus dem Laden rausgeht. Und halt wirklich die Vielfältigkeit vom ganzen Beruf, Kreativität. Und was ich sehr gerne mache, ist so ein bisschen feine Sachen, ein Haarkränzchen oder etc. Halt so Sachen, wo man eher etwas fies machen kann. Ist wirklich da, wo mir Freude macht. Und genau. Dann hätte ich jetzt auch das einmal so ein bisschen im theoretischen Teil gemacht. Dann würde ich jetzt dann zum praktischen Teil überkommen. So, also, ich habe für euch zwei Sachen, die ich machen würde. Einmal wäre es so ein Frühlingsstrauß, der so ein bisschen locker gebunden ist, wo ich euch gerne ein bisschen etwas zeigen davon. Und das zweite wäre dann ein Gesteck, wo ich euch auch noch gerne ein bisschen etwas zeigen würde, so ein bisschen, wie es abläuft. Genau. Ich habe mir jetzt hier schon mal ein paar Blumen parat gemacht. Für einen Strauß. Und auch das Grün, das ich hier habe. Was wirklich eigentlich das Wichtigste ist, wenn man einen Strauß so macht oder allgemein so ein Gesteck, dass man wirklich den Arbeitsplatz wirklich zuerst vorbereitet, dass man die Vase auf den Tisch stellt, die man braucht, um den Strauß einzustellen und wirklich auch überlegt, was man machen will. Wie jetzt beim Strauß, was man halt Blumen auswählt und das Grün zusammensucht, halt so das, was man dann schlussendlich will machen. Genau. So. Und ich habe hier jetzt meine Blumen ausgesucht. Und so muss ich jetzt auch die Blumen eigentlich zuerst ein bisschen rüsten. Für einen lockergebundenen muss ich nicht so viel rüsten, wie wenn ich jetzt einen kompakten Strauß mache, weil ich halt Stil wirklich relativ kann, eigentlich fast so nehmen, wie sie jetzt sind. Da würde ich jetzt einfach die ein bisschen ausbrechen, ein bisschen sauber ausputzen und dann direkt wieder in die Vase stellen. Und das mache ich eigentlich ziemlich bei allen. Schaue sie ein bisschen an und tue es einfach ein bisschen rüsten. Genau. Und dann
kann man dann eigentlich noch mit dem Grün, das man auch noch dazu rüstet, wo man dann noch mit dem Strauss anfangen kann. Wir haben auch verschiedene Arten von Sträuß, die wir machen. Sei es eben, die ich jetzt hier mache, einen lockerbundenen oder einen kompakten, der so ein wie eine Halbkugel dann ist. Aber es gibt eigentlich, man kann der Kreativität eigentlich dort auch freien Lauf lassen, was man eigentlich so ein bisschen machen will. Genau. So. Ich schaue hier noch so die letzten Blumen an. Muss ich später noch etwas ausputzen. So. Genau. Und dann nehme ich noch das Grün, das ich für den Strauss brauche, das ich hier habe. Kann ich hier auch noch ein bisschen rüsten. Und die kann man, das Grüne ist eigentlich so, wo man einfach auf den Tisch legen kann, weil es nicht direkt jetzt gerade eine Wasserversorgung jetzt gerade brauchen. Darum kann man es in der Zeit, wo man den Strauss will machen, kann man so gut auf den Tisch legen. Was auch immer ein wichtiges Ding ist, halt die Sauberkeit des Stiels, dass man es wirklich halt sauber ausputzt, dass auch kein Grün mehr ist, dass es nicht in der Vase nachher ist. Weil das Wasser wird dann relativ schnell dreckig, halt, wenn man irgendein Stückchen Grün noch drin hat, das für den Kunden auch angenehm ist, wenn er den Strauss auf den Tisch stellt. Genau. So. Wird immer wieder abgewogen sein, wie gross man den Strauss macht, wie viel Grün das man braucht. Und den Rest, den ich hier wegnehme, tue ich einfach auf die Seite und kann man auch gut ohne für ein Gesteck oder so brauchen. Genau. So. Wenn ich hier jetzt einmal das Grün so gerichtet habe, wie ich es jetzt hier habe, kann ich dann eigentlich noch starten mit meinem Strauss, den ich gerne hätte. Und ich schaue immer so ein bisschen, was ich hier habe. Nehme ich hier eine Fräse, die ich zuerst nehme. Und dann fange ich wirklich auch an, den Strauss so ein bisschen binden. Mit dem Grün. Wenn ich hier noch etwas habe, breche ich es noch etwas aus. Und dann schaue ich wirklich so ein bisschen an, dass eine mal ein bisschen höher ist, die andere wieder ein bisschen tiefer ist von den Blumen her. Genau. Und ich habe jetzt hier noch so ein paar trockene Sachen, die ich denke, nehme ich rein, wo man auch gut reinnehmen kann in den Strauss. So. Und dann ist auch immer wichtig, dass man den Strauss wieder mit dreht, dass man von jeder Seite den Strauss sieht. Und so kann man dann auch von jeder Seite den Strauss anschauen und sieht, wo man eigentlich noch etwas hin tun muss. Ich finde auch immer, manchmal gibt es noch so ein bisschen einen Touch rein, wenn man halt noch ein bisschen so ein trockene Sachen drin nimmt. Nicht nur immer Schnittblumen. Dass man dort. Kommt auch immer ein bisschen auf den Wunsch drauf an, vom Kunden oder wo man selber darf, einfach so gestalten. Dann finde ich es manchmal auch schön, wenn man so ein bisschen etwas reinnehmen kann. Genau. Dann nehme ich hier die letzten Blumen noch rein, wo ich denke, braucht es noch etwas. Ein bisschen vom Grün rein. So. Und dann kann man wirklich es noch ein bisschen büscheln, so wie man es dann will.
Und dann ist es eigentlich schlussendlich so ein dieser Art Strauss, wo es halt dann wirklich da bis oben rauskommt. Die anderen sind ein bisschen tiefer, die anderen ein bisschen höher. Genau. Und dann nachher, dass man den Strauss natürlich auch zusammenhebt, habe ich hier so eine Schnur, die ich dann nachher zum Abbinden nehme. Ich nehme einfach so ein Stückchen, schneide es mit der Schere ab. Und das eigentlich gerade oberhalb von meiner Hand, tue ich es eigentlich gerade so ansetzen, die Schnur, und tue es dann eigentlich nachher so 3-4 Mal ganz satt umwickeln, dass er schön zusammenhebt. Und nicht zu fest, dass halt die Stiele nicht brechen. Genau, und dann legen wir so auf den Tisch und macht 2 Knöpfe, dass es gut zusammenhebt. So, dass so die Bindestelle einfach so ist, weil dann habe ich den Strauss nachher so. Und dann muss man einfach die Stiele noch einkürzen, wo ich zuerst alle einfach mit einer Baumschere schön gerade abschneide. Genau. Und dann nachher die verholzten, wie das Grün, das ich vorher reingenommen habe, darf man wirklich mit der Baumschere schräg anschneiden. Wo man einfach alle dann schräg anschneidet. Genau, ich tue jetzt nicht alle, dass ich das andere auch nicht zeigen kann, aber einfach, dass alle müssen super angeschnitten werden. Und die restlichen Blumen, die ich vorher reingenommen habe, darf man wirklich mit einem Messer wirklich ohne schrägen Anschnitt machen, dass sie wirklich gut Wasser aufnehmen. Macht man extra nicht mit der Baumschere, weil es halt mit der Baumschere dann, die Leitungsbahn eigentlich von den Blumen verquetscht werden. Darum tut man es wirklich mit dem Messer super anschneiden. Genau. Und wenn man das dann bei allen gemacht hat, dann habe ich da schon Wasser parat gemacht und tue den Strauss dann eigentlich wirklich in die Vase stellen. Und dann wäre er dann so in der Vase und so eigentlich parat. Genau. So. Und dann tue ich auch immer wieder den Platz ein bisschen zusammen, wenn ich eine Arbeit fertig habe. Auf die Seite stellen und halt die kleinen Sachen dann auch einstellen, die ich hier noch habe. Genau. So, dass man eigentlich für die nächste Arbeit den Arbeitsplatz wieder so parat hat, dass man genug Platz hat. So. Das wäre jetzt der Strauss, den ich euch gezeigt habe. Und jetzt werde ich euch noch ein Gesteck zeigen, wo ich hier schon etwas so vorbereitet habe. Da habe ich ein Töpfchen ausgesucht, wo ich ein Plastik drin tue, halt, weil es kann sein, dass halt der Topf rinnt, dass der Kunde dann nicht alles nass hat. Und ich habe schon einen Steckschwamm vorbereitet, wo man die Blumen dann hier drin steckt. Da habe ich extra schon zugeschnitten, dass er nun muss eigentlich hier rein tun. Dann tue ich den so hier rein. Schneide das Plastik hier noch ein bisschen zu, dass man das schön passend hat. Genau. Und was ich auch immer tue, ist den Steckschwamm ein bisschen ankanten, dass man ein bisschen mehr Steckfläche hat. Wo man wirklich mit dem Messer einfach so ein bisschen umfährt. Und hier schön abkantet hat. Genau. So. Und es kommt immer darauf an, welche Gesteckchen das man macht. Ich mache jetzt hier einfach so ein bisschen, also es ist so ein bisschen dann noch schlussendlich so ein bisschen rund. Dann habe ich hier Grün, das ich reinnehme. Was einfach wichtig ist am Schluss, dass man halt den Steckschwamm, den man hier sieht, dass der schlussendlich dann noch nicht sichtbar ist. Darum tue ich hier, sind so Galaxblätter, wo ich hier einfach zuerst so ein bisschen Abdeckung eigentlich mache. Dass es selbst schon mal so ein bisschen grob abdeckt ist. Genau. Und ich tue auch hier, mache ich wirklich einen schönen schrägen Anschnitt und stecke es dann nachher eigentlich gerade so in den Steckschwamm, den ich euch vorher gezeigt habe. Dass wir hier noch mit den Blumen anfangen können. So. Dann hat man hier so ein bisschen schon mal das Gesteckchen so ein bisschen abdeckt. Und wir hier haben. Dann habe ich mir hier noch ein paar andere Grüne parat gemacht. Und ich da einfach, dass es noch ein bisschen Leichtigkeit hier drin bringt. Und ich da so etwas noch drin.
Wir tun meistens immer so ein bisschen das Grün zuerst vorstecken, bevor wir mit den Blumen beginnen. Weil es halt einfach ein bisschen einfacher ist, dann hat man schon so ein bisschen Basis. Auch bei einem Strauss, wenn man locker gebunden macht, tut man zuerst so ein bisschen mit dem Grün vorstecken, dass man die Basis ein bisschen hat. Genau. Wichtig ist auch, dass man halt auch einen sauberen Anschnitt macht, die Blumen wirklich auch tief steckt, dass sie genug Wasser rüberkommen. So. Genau. Und dann habe ich hier noch ein bisschen anderes Grün, das ich auch noch drin mache, noch ein bisschen Fläche gibt. Wo ich hier noch ein bisschen tiefer reinstecke. Dass wir auch wirklich auch den Stickschwamm dann noch schlussendlich abdeckt haben. So. Meiner gesehen, wir dürfen eigentlich ziemlich alles dann am Boden werfen, weil wir es dann nachher halt zusammenwischen, dass es für uns ein bisschen einfacher ist. Genau. So. Dann habe ich hier so die Basis jetzt mal gesteckt und dann fange ich jetzt mit den Blumen an. Habe ich mir hier so etwas zusammengesucht, was ihr hier seht. Für den Mittelpunkt nehme ich jetzt hier eine Rose und schneide sie auch schön schräg an. Und stecke sie dann eigentlich nachher hier in der Mitte ganz so schön rein, dass wir so wieder den Mittelpunkt hier haben. Genau. Und dann habe ich hier sind die Cyanthus, die ich hier habe. Die geben auch noch so ein bisschen Lichtigkeit rein, die ich hier dazu reinnehme. Man kann wirklich auch mal eins höher und das andere wirklich auch mal den tief hier unten reinnehmen. Und ich stecke es eigentlich immer alle so ein bisschen, zeigt man zu der Rose an, dass alle so ein bisschen schräg reingesteckt werden, dass alle zum gleichen Punkt eigentlich laufen. So. Und dann habe ich hier noch, das sind so Fräsien, die ich auch noch reinnehme. Dass schlussendlich wirklich eigentlich dann alles abdeckt ist. So. Mach hier auch so ein bisschen, dass etwas ein bisschen höher ist und etwas tiefer. So. Und dann nehme ich noch mal ein bisschen vom Lysianthus rein, wenn ich denke, es muss hier noch mal ein bisschen etwas haben. So. Dann nehme ich hier noch Cinzantini, die ich noch drin nehme. Ich nehme es hier wirklich so ein bisschen abbrechen, dass ich verschiedene habe, weil man die sonst nicht gut reinnehmen kann. Und dann kann man sie so gut reinnehmen. So. Kann man auch gut da unten noch ein bisschen ausarbeiten, dass man den Steckschwamm noch ein bisschen abdeckt und man es hier noch ein bisschen drin nimmt. Dann ist es nachher eigentlich ziemlich so weit, wie man es denn will. Vielleicht kann man es noch ein bisschen so überspielen, wenn man so etwas noch reinnimmt. Einfach noch so
leicht einen anderen Touch drin hat. Genau. Überspielt eigentlich das Ganze noch mal ein bisschen, dass man so etwas noch drin nimmt. Genau, kann man es auch noch so ein bisschen reinnehmen, dass es da ein bisschen rein auch noch ein bisschen etwas hat. So, dann wäre es eigentlich so ein bisschen in dem Stil, wo wir das Gesteckli haben. Kann man auch noch ein bisschen ausarbeiten, wenn man es will. Aber wäre so ein bisschen in dem Stil. Und weil man jetzt halt Blumen reingesteckt hat, drückt es unten das Wasser halt noch ein bisschen raus. Darum ist auch immer wichtig, dass man es wieder nachfüllt. Dass halt der ganze Steckschwamm, den wir jetzt drin haben, das Grüne, das wir vorhin rein tun, dass dort halt auch alles noch mal aussaugen kann. Darum fülle ich hier halbwegs schlussendlich dann noch mal ein bisschen Wasser rein. Genau. Und dann spürt man dann eigentlich schlussendlich selber so mit dem Finger, hat es genug oder nicht. Und da kann man dann auch immer wieder als Kunde selber auch wieder nachfüllen, dass man wieder Wasser drin hat. Genau, man hat das Gesteckli eigentlich so ein in dem Stil. Und dann auch wieder wie vorher, dass man das Zeug wieder ein bisschen zusammenstellt, wieder ein bisschen aufräumt. Das ist wirklich auch immer wieder ein wichtiger Bestandteil von unserem Beruf, dass wir einen super Arbeitsplatz haben. Dass auch wenn wir Sachen machen wollen, wo dann halt wirklich wie ein Brutstrauss, dass dort wirklich alles schön super ist, dass man dort wirklich das Zeug wieder schön abputzen und dann schlussendlich auch noch ein bisschen zusammenwischen am Boden. Genau. So. Und dann wären wir dann eigentlich noch wieder ready für die nächste Arbeit. So, das ist jetzt eigentlich so ein bisschen die praktische Sache, die ich euch zeigen will. Und jetzt würden wir dann eigentlich noch zum Frageteil überkommen, wo wir auch noch dürfen ein paar Fragen stellen. Ah, Entschuldigung. Hat jemand von euch gerade irgendwie eine Frage, die Fabian vielleicht, ich sage jetzt mal, nicht ganz klar erklärt hat oder wo ihr nicht ganz mitgekommen seid, was sie damit gemeint hat? Oder vielleicht sonst irgendetwas zum Beruf, egal ob es etwas dann, auf das Praktische bezogen ist, sonst irgendeine Information noch, wo euch Fabian nicht geht, die euch noch interessiert hat? Trauen euch noch? Hat niemand irgendeine Frage, was jeder so viel, dass er sich entscheiden kann, ob der Beruf so weit für ihn interessant ist oder nicht, um es noch mal anschauen zu gehen? Ich hätte noch eine Frage. Ja? Wo haben wir überall den Betrieb oder wo kann man bei euch einen Betrieb verkaufen? Was? Wir schon, wo wir Betrieb haben. Also wo? Ja. Also wir haben oft hier in Vaduz. Halt der Standort, den wir haben. Bei uns ist es oft so, wir haben, hier sind wir jetzt so im Treibhaus drin, wir haben auch eine Gärtnerei mit dazu. Es ist Blumenladen, es ist aber auch Landschaftsbau mit den Landschaftsgärtnern, die außerhalb sind. Und man kann bei uns oft, ich sage jetzt mal rein als Topfpflanzengärtner, im Innenbereich vor allem auch nicht geschnuppern kommen, weil wir es nicht ausbilden. Aber sonst bieten wir auch als Floristin, wo man eben so drei Blick hat, wie Fabian jetzt gemacht hat, aber auch, was jetzt mit Pflanzen geht. Und sonst ist auch die andere Option als Landschaftsgärtner. Aber grundsätzlich gibt es den Standort nur hier in Vaduzer Kirchstrasse 18. Ist das so beantwortet? Ja. Und bei uns darf man jederzeit entweder telefonisch oder auch per Mail anfragen, selbstverständlich auch halt, direkt zu uns halt in den Laden kommen anfragen. Und dann tun wir eigentlich unser Bestes, dass wir jedem mindestens einen Tag geben können, um etwas zu machen. Ah, sorry, er hat noch geschrieben.
Aha. Willst du mal anfangen mit dem Ersten? Mit wie viel verdient man? Dort warst du eh besser als ich. Also halt, in der Lehre verdient man im ersten Lehrjahr verdient man ca. 500, im zweiten dann 700 und im dritten ist man dann etwa bei 900. Und wenn man dann halt aus der Lehre kommt, ist es dann halt so ein bisschen zwischen 3600 und 3700, so ein bisschen in diesem Bereich. Sonst von der Lehrstelle her, also wir bieten oft bei den Floristen, also grundsätzlich ein oder zwei, es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Also Fabienne ist jetzt im dritten Lehrjahr und wir haben eine, die im Moment im ersten Lehrjahr ist. Also nächstes Jahr ins zweite kommt. Darum nehmen wir nächstes Jahr niemanden. Eventuell dann übernächstes Jahr wieder, wenn die jetzige Erstlehrerstifte dann ins dritte Lehrjahr kommt. Aber es ist noch so ein bisschen offen, weil es bei uns oft das Problem ist, wir sind ein kleiner Betrieb gewesen, wo wir gestartet sind. Oder sind es dort mal gewesen, von Anfang an bin ich noch nicht dabei. Zwar schon seit 10 Jahren, aber nicht seit den 23 Jahren, wo es Trauhof gibt. Und seitdem ist es halt ein bisschen gewachsen und darum ist es so ein bisschen eine Platzfrage. Und wir haben jetzt das erste Mal, wo wir wirklich zwei parallel haben als Floristinnen. Und darum wollen wir das noch ein bisschen einpendeln lassen. Aber ich sage jetzt mal eine oder maximal zwei Lehrstellen, wo wir vergehen, aber immer mit dem 2-Jahres-Rhythmus. Und jetzt bist du wieder fair in der Berufsschule. Also ich habe es glaube schon mal erwähnt, aber vielleicht haben wir nicht ganz verstanden. Also wir haben wirklich Allgemeinbildung, wo, halt dann, wo man jeden Beruf hat. Und was Berufskunde eigentlich ist, sind Botanik, die wir haben, Gestalten, Floristik und Verkauf. Ja, also Weiterbildung kann man Berufsprüfung machen und dann nachher schlussendlich noch die höhere Fachschule, wo man dann eigentlich wirklich diplomierte Floristin ist, oder? Also Meisterfloristin ist, genau. Meisterfloristin mit Diplom. Genau, das sind eigentlich so die höchsten Weiterbildungen, die man machen kann. Was auf der ist, man muss, dass man die Berufsprüfung machen kann, muss man eine gewisse Anzahl von Praxisjahr haben. Ich glaube, drei, ohne dass ich jetzt einen Scheiß sage. Zwei oder drei, ja. Und eben die Ausbildung selbst geht nachher ein Jahr und dann muss man nochmal praktische Erfahrung sammeln und erst dann kann man die höhere Fachprüfung machen. Also es ist wirklich so, man muss Step by Step gehen und jeder kann für sich selbst entscheiden, wie weit will er gehen. Also bei dem, zum Beispiel jetzt bei dem Strauß, den ich vorher gemacht habe, dass wir Kalkulierung tun, wir haben halt Preise von den verschiedenen Blumen, die wir haben, da wir grundsätzlich so ein bisschen im Kopf kalkulieren. Wenn jetzt mal etwas zum Beispiel 480 ist und die andere ist dann zum Beispiel 420, dann rechnen wir jetzt zum Beispiel beim 480 zum Beispiel 5 und beim anderen dann halt, wenn es 420 ist, nur 4 Franken, dass wir es dann so ein bisschen kalkulieren und schlussendlich dann so eigentlich dann so ein bisschen zusammenrechnen. Oder wenn man es dann halt ganz genau, dann kann man so mit dem Rechner, aber wenn wir wirklich einen Strauß ein bisschen zusammenstellen, dann tun wir so einfach mal so im Kopf ein bisschen überschlagen, dass wir dort auf dem richtigen Weg sind. Genau, und ist halt trotzdem immer wichtig. Schlussendlich, wie Sie gut gesehen haben, Fabian, es ist zuerst oft mal so ein bisschen zusammenrechnen, dass wir für uns wissen, wie viel können wir überhaupt reinnehmen für die Größe vom Strauß. Nicht, dass man nachher irgendwie einen Strauß macht für 80 Franken und man hätte die für 50 machen sollen. Mhm. Auf dem her ein bisschen. Aber logisch, schlussendlich muss man jede Blume einzeln rechnen und sie genau aufschreiben. Oder wenn man gut Kopfrechner kann, im Kopfrechner oder mit Taschenrechner. Weil sonst macht man natürlich jetzt mal Hinterschiebe, wenn man oft, ja, so viel ist es denn, wenn ich es plus minus zusammenrechne und so. Dass man halt ein bisschen auf es schaut. Aber grundsätzlich sind ja die Einzelpreise bei den Blumen sind angeschrieben und auf es von ihm ausgegangen wird es dann zusammengerechnet. Kleiderordnung, nein, also gibt es bei uns nicht direkt. Was oft mir immer sagen, ist, ihr selbst überlegt gut Schuhwerk. Aber gut Schuhwerk schaut auch jeder halt ein bisschen anders an. Im Sommer sind es halt eher oft so ein bisschen Turnschuhe. Wichtig ist oft, weil man den ganzen Tag steht, dass es vor allem selbst auch fein ist, zum halt stehen. Ja, sonst halt auf mir schauen immer, dass man mindestens am Lack geschrieben ist. Also sei es per Schoss oder da haben wir beim T-Shirt oder was das auch als Auhof sehr führen kommt. Aber sonst sind wir eigentlich ziemlich offen. Vor Chefi her lässt sie uns ziemlich viele Freiheiten. Wir dürfen im Sommer auch, wenn heiß ist, kurze Hosen anlegen.
aber halt bis zu den Knie halt nicht viel kürzer. Und T-Shirt geht auch, aber jetzt nicht direkt Spaghetti-Träger oder so. Halt oft, weil man gleich ein bisschen dienstleistig ist und direkt einen Kundenkontakt hat, dass man dort ja, gleich gescheit angelegt übrig kommt, aber sonst hat man eigentlich ziemlich Freiheit. Also ja, wir haben also fixe Arbeitszeiten, wir wollen uns halt auch an die Ladenöffnungszeiten halten. Bei uns ist es jetzt so, dass wir auch Schichten schaffen ab und zu, dass wir halt, grundsätzlich haben wir den Laden vom 8. bis 12. Uhr auf und vom 14:30 bis 17. Aber es gibt dann auch derjenigen, die dann halt um 7:30 anfangen bis 12. und vom 1. bis 17. Und die restlichen schaffen dann bis 16:30. Also es sind eigentlich so ein bisschen Schichten, die wir dann schaffen. Und eben, wir haben den Laden 6 Tage offen, darum haben wir auch unterschiedlich dann frei, dass auch halt derjenigen, die am Samstag arbeiten, einmal zum Beispiel am Mittwoch oder so frei haben, dass man dort wirklich, dass jeder seinen Freitag auch hat. Ich habe noch eine Frage. Wie ist das in den, also wie hat sie Corona getroffen? Also so haben weniger Leute Blumen gekauft oder mehr? Also ich denke, ohne jetzt etwas Falsches sagen wollen oder so, aber bei uns ist Corona eigentlich, von dem her sind wir ziemlich gut davon gekommen. Wir haben zwar auch mal den Laden zu, haben aber dürfen keinen Direktverkauf machen, sondern haben auch auf Bestellung machen können mit Hauslieferdienst und all das. Okay. Und bei uns war halt okay. Natürlich auch der Vorteil, weil wir eine Gärtnerei mit dazu haben, weil viele Leute daheim waren, haben sich oft viele Leute daheim Sachen gegönnt. Sie haben sich Pflanzen gegönnt, sie haben vielleicht den Garten erweitert, ja, man hat, denke vor allem letztes Jahr sehr, zum Beispiel an Ostern haben wir sehr viel zu tun. Weil die Leute wahrscheinlich sich nicht besuchen haben können und nichts, haben sie halt anderen einen Ostergruß geschickt und so. Oder eben haben dann zum Beispiel Blumensträuße bestellt, die sie selbst abholen konnten, sind, zum so zu bringen. Und darum, also ich denke, dass es sehr Branchen gibt, die schlimmer davon gekommen sind, aber es ist logisch uns nicht, für uns nicht einfach. Auch im Moment, wir freuen uns auch nicht, halt mit Maske, man muss mit dem Abstand immer schauen, zu den Kunden, wir untereinander beim Arbeiten, dass wir den Abstand einhalten. Ja, es hat sehr als Vor- und Nachteil, aber ich denke, grundsätzlich haben wir das Glück gehabt, dass wir etwas verkaufen können, das zwar eher ein Luxusprodukt ist, wo aber viele Leute vor allem in dem Moment auch schätzen und halt so anderen Leuten auch Freude machen haben können oder auf sich selbst auch, wenn man nicht in die Fähigkeit, man sich halt vielleicht auch daheim ein bisschen mehr gönnt und sich dafür schöner gemacht. Das würde ich jetzt mal so sagen. Dann ist da ja noch eine Frage, ist das körperlich anstrengend, beziehungsweise muss man schwer tragen? Ich denke, es ist immer eine Ansichtssache. Kann ich vielleicht schon etwas dazu sagen, dass Fabian selbst auch, was sie meint? Ja, logisch gibt es, dass man halt mal Erdensäcke oder so tragen muss, die halt ein Gewicht haben. Aber ich finde immer, man gewöhnt sich daran und wenn etwas zu schwer ist, hat man Wegele, man hat Kollegen, die einem helfen können. Man schaut so ziemlich, schauen, dass was allein geht, halt allein möglich ist, aber dass man sich halt sehr nicht überlupft. Ja, und wenn halt jemand sieht, mal, das geht nicht, das ist schwer für mich, dann macht man es zweite oder gehen halt zwei andere oder so. Das ist meine Meinung jetzt. Also ja, muss man, aber jeder regelt selbst, was für ihn schwer ist. Genau, bin ich eigentlich ziemlich der gleichen Ansicht wie Nicole. Ich finde auch, wenn man wirklich einen Topf hat oder sonst irgendetwas, was schwer ist, dann ruft man halt schnell jemanden und dann geht es eigentlich ziemlich gut. Also von dem her finde ich eigentlich nicht, das ist eben auch Ansichtssache. Welches ist schwer und welches nicht, muss man eigentlich wirklich dann selber schauen. Aber ich finde das wirklich anstrengend, ja. Ist dann nicht. Vielleicht eher noch anstrengend, auch wenn man sich nicht gewöhnt ist, dass man den ganzen Tag auf dabei ist. Das ist genau. Vielleicht am Anfang noch ein bisschen, aber auch an das gewöhnt man sich, das gehört auch dazu. Verletzungen. Willst du? Ja, also Verletzungen mit dem Messer oder auch allgemein, also es ist natürlich, wir haben ein scharfes Messer, das wir haben, das wir brauchen. Am Anfang ist es ungewohnt, mit dem Messer Blumen anschneiden und dort muss man halt einfach ein bisschen aufpassen. Man kann sich verletzen, ja, aber man kann sich auch mit einer Baumschere verletzen, also man kann sich ja jeden Beruf verletzen, aber eben, wenn man sich ein bisschen ans Messer auch gewöhnt hat und mit dem umgeht,
umgehen kann, dann ist es eigentlich relativ, gibt's nicht so viele Verletzungen, oder? Ja, und sonst finde ich auch, da rutscht man vielleicht mal ein bisschen ab, schnitt sich mal ein bisschen den Finger oder er sieht ein bisschen halt, hat mal ein paar Rillen auch oder so, aber also, ich sage jetzt mal, grobe Verletzungen, wo ein Fläscherle nicht ausreicht, sind eher selten. Logisch kann es mal geben, aber eben, wie Fabian gesagt hat, man kann auch irgendwie so auswärts in der Natur etwas spielen oder laufen oder was und man kann sich halt ein bisschen verletzen. Dann ist ja da auch noch wegen der Allergien. Ich finde es ein bisschen schwierig. Grundsätzlich sage ich jetzt mal, jetzt nicht bestimmt, wo man sieht, wenn die Allergie ist, geht es gerne nicht. Wir haben zum Beispiel auch eine bei uns, die hat Heuschnupfen. Oder halt nicht sehr stark, aber sie hat es gleich bei verschiedenen Gräsern und so gibt es halt immer wieder mal, dass sie halt ein bisschen gereizt ist. Kommt aber halt sehr auch darauf an, wie stark dass man dort allergisch ist. Oder vielleicht zum Teil auch mit Neurodermitis, mit gereizter Haut oder so, man beobachtet mit Säft, wenn die Luma Säft haben. Aber ja, grundsätzlich sage ich jetzt mal, wenn man jetzt nicht gerade an wenn man brutal schlimm anfällig auf Gräser und andere Pollen ist, denke ich, geht es gut. Ja, und sonst kann man ja viel auch so ein bisschen mit Tabletten und so regeln, wo ich denke, man ihre Freizeit ja sonst dann auch. Und wo wir Blumen bestellen, also es ist ja so, wir haben eine Blumenbörse zum Beispiel in Mörschwil, wo man auch einfach hingehen kann. Und dort gibt es wirklich ganz eine grosse Auswahl, wo dann auch von Holland oder so Blumen kommen, wo wir dann auch einkaufen können. Und sonst haben wir auch unter der Woche haben wir auch Händler, die zu uns kommen, die halt zum Beispiel am Montagmorgen direkt um 7:30 kommen. Und wirklich, wir können dann dort ziehen, so einen Wagen, also ein Auto, wo es dann wirklich verschiedene Auswahlen von Blumen haben und wir dort auch einkaufen können. Was machen Sie am liebsten? Ich finde, jede Arbeit hat seine schöne und tolle Seite. Bei mir ist es eher ein bisschen ein Stück weit zu bedienen, halt auch, der Kundenkontakt, weil ich oft ein Mensch bin, der Leute um sich herum braucht und darum auf den so schätze. Und halt so selbstverständlich auch so Sträuße, Stecker. Ja, aber ich finde, auch bei Pflanzungen haben seine Reize. Also ich finde es jetzt gerade ein bisschen schwierig, zu effektiv sagen, nur das am liebsten. Ja, ich glaube, wenn man so ein bisschen im Beruf drin ist, eben, ich mache schon seit 10 Jahren, dann lernt man so vieles, so viele kleine Sachen zu schätzen und eigentlich auch lieben. Und dann merkt man auch, dass der richtige Beruf ist. Was nicht, was siehst du? Hast du vielleicht etwas, was du siehst, machst du? Also ich habe eigentlich auch ziemlich eigentlich bunt gemischt. Ich mache wirklich alles gerne, Sträuße oder Bepflanzungen. Und ich finde halt, das ist auch, also ich finde für mich finde es auch schön, dass man jeden Tag wirklich auch mit den Kunden Kontakt hat und sie wirklich, sage jetzt mal, auch glücklich machen kann. Und ja, finde ich fast am schönsten, wenn man einfach mit den Kunden zusammen arbeiten kann. Dann ist schon noch was passiert mit den Überresten der Pflanzen. Also wir schauen immer vor allem bei Pflanzen, dass man sie halt verkaufen bringt, selbstverständlich. Wenn er im Moment verpasst ist, schauen wir, vielleicht ist es möglich, dass man, ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn es eine Kalla oder so gibt, ist ja auch eine Aussenpflanze, die es aber auch im Schnitt gibt, dann schauen wir, bevor wir sie halt köbeln wollen, dass wir vielleicht ihre Blätter noch verschaffen können oder vielleicht in einem Moment nehmen, wo die Blüte noch schön ist. Dass wir es so verschaffen können. Und sonst, logisch gibt es eben die, dass man es fortwerfen muss. Aber wir schauen noch, wenn es noch schön aussieht, schauen, dass man es Kindern mitgeben kann. Halt eine Art so als Kinderblümchen, dann auf der Kinderpflänzchen zum Verschenken haben. Ja, oder sonst, es gibt so immer wieder, bevor wir es fortwerfen, nimmt jemand von uns haben, weil wir es daheim in den Garten tun kann oder so. Also wir schauen, dass halt als irgendwas wie noch verarbeitet werden kann und wirklich das Wegwerfen der letzte, die letzte Möglichkeit ist. Ja, also wie ich eigentlich vorher schon gesagt habe, was mir am meisten an meinem Job gefällt, ist eben der Kundenkontakt, den ich habe jeden Tag und auch mit dem Team, dass man dort wirklich auch einen guten Zusammenhalt hat und sich auch mal dort austauschen kann, wenn man irgendwo halt nicht weiter weiß. Und halt einfach allgemein eigentlich alles, wo man kreativ sein kann, eben ein Strauß oder eine Dekoration, halt einfach dort eigentlich ziemlich eigentlich alles. Und dann würde ich sagen, noch, machen wir das doch gleich die letzte Frage, die da ist, dass wir noch das langsam binden können.
Also ich persönlich würde mich definitiv wieder für den Beruf entscheiden. Ich finde, der ist so vielseitig, abwechslungsreich. Ja, und er gibt einem so viel, wenn man gerne mehr Natur schafft und mehr Kunden schafft und auch so ein bisschen im Team schafft, obwohl jeder einzeln schafft, aber wir trotzdem alle zusammen an sind und so eigentlich vor den Kunden stehen, was ich auf das für mich definitiv der richtige Job ist. Ja, also bis jetzt in den 3 Jahren, wo ich meine Lehre jetzt habe, also bereue ich es nicht, dass ich diesen Beruf ausgewählt habe. Also, es gefällt mir heute eigentlich noch wie am ersten Tag. Und ja, was die Zukunft bringt, das sehe ich. Ich habe sicher vor, jetzt auf dem Beruf weiter zu arbeiten. Und was ich dann nachher schlussendlich weitermache, das steht noch in den Sternen. Dann hätten wir das, wenn es gut ist, so freuen. Wir hoffen, dass wir alle Fragen und alles beantworten können, euch gleich ein bisschen Einblick geben können, auch wenn es eine schwierige Situation ist. Ja, dass ihr gelernt habt dabei und dass ihr wissen freut, ob es für euch in Frage kommt, um den Job noch näher anzuschauen, neuer anzuschauen und selbst auszuprobieren. Oder ob ihr sagt, nein, es ist interessant zum Zulassen, aber es ist nicht meins. Ja, von dem her hoffe ich, dass ihr Freude habt, Zeit mit Fabian zu verbringen. Und ich finde es toll, dass so viele sich für den Beruf, zumindest für einen Livestream, entschieden haben. Danke vielmals und machen Sie alle noch gut. Guten Nachmittag. Ciao zusammen. Tschüss. Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, wir hoffen, der heutige Livestream hat euch gefallen und wir haben euch bei eurer Berufswahlvorbereitung unterstützen können. Ihr habt heute Einblick in einen spannenden Lehrberuf bekommen und wertvolle Informationen aus erster Hand erfahren. Nutzen die Informationen für eure weitere Berufswahlvorbereitung. Wir wünschen euch viel Erfolg und alles Gute.